Kroatien Torwart, Foto von totem Freund unterm WM-Trikot. Dürfte inzwischen in Kroatien ein nationaler Held sein. In den bisherigen 5 WM-Spielen der Nationalmannschaft seines Landes stellte der 33-Jährige seine Qualitäten als Torwart immer wieder unter Beweis. Im Elfmeterschießen gegen Dänemark und Russland zeigte der 1,91 Meter Mann Nerven aus Stahl, doch was hinter der coolen Fassade steckt, weiß sicher noch nicht jeder Fußballfan. Daniel trägt unter seinen Keeperhemden stets ein T-Shirt mit dem Foto eines verstorbenen Kickerfreundes. Wie die Zuschauer nach den vergangenen Spielen sehen konnten, blitzte unter dem grünen Shirt des Kroaten nicht etwa der nackte Bauch oder ein Unterhemd hervor, auf einem weißen Oberteil prangt das Abbild des ehemaligen Stürmers Star Savoja Usti. Der Flügelspieler starb bei einem Match zwischen seiner Heimatmannschaft NK Zadar und Sibalia Vinkovci an einer schweren Kopfverletzung, nachdem er im Kampf um den Ball gegen eine Mauer geprallt war. Kommt ebenfalls aus der Stadt an der Adria, spielte im gleichen Verein und ehrt seinen guten Kumpel mit seinem Schwert. Zu einem Bild des Kleidungsstücks schrieb der BEA am Jahrestag des Unfalls auf Instagram: Heute vor 10 Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen. Seit 10 Jahren leidet Zadar, aber die Erinnerung an dich wird nie verblassen. Der Tribut an Voye kommt allerdings nicht bei allen gut an. Vor knapp einer Woche wurde von der FIFA abgemahnt, weil er mit der persönlichen Message gegen die Richtlinien des Turniers verstoßen habe. Wie Espen berichtet, sei der Sportler daraufhin bei einer Pressekonferenz in Tränen ausgebrochen. Wegen des Regelbruchs verurteilte die FIFA den kroatischen Fußballbund sogar zu knapp 60.000 Euro Strafe.